willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Alien Isolation. Alien Isolation. Und wir sind inzwischen schon beim sechsten Part. Genau, das letzte Mal haben wir ja von den Androiden auf die Fresse gekriegt. Und das werden wir jetzt nochmal verhindern. Zum Glück konnten wir hier. Zum Glück habe ich dran gedacht, vorher ein bisschen abzuspeichern. Jetzt müssen wir halt nochmal da durchlaufen, durch die Rohre und so. Aber das geht ja alles relativ fix. Da wir das ja schon mal gesehen haben, ne? Noch hier die Teile einsammeln. Ah, ne, Inventar ist voll. Aber den Bauplan, den können wir einsammeln. Schnell schauen, wo wir lang müssen. Ist schon richtig, aber hier, ne? Genau. Gut. Genau, wie gesagt, letztes Mal haben wir halt auf die Fresse gekriegt von den Androiden. Aber das ist alles überhaupt kein Problem. Denn... Ah, wir sind hier. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Also. Das kennen wir ja alles schon, ne? Muss ich ja nicht groß was dazu sagen. Ja. Scheiße. Mich jetzt gerade ganz dumm angestellt. Nochmal von vorne. Das Hackprinzip ist dasselbe. So. Diesmal gerade beim zweiten Mal geschafft, Leute. Wir sind natürlich ein bisschen besser geworden als vorher. Und... Oh, hier haben wir noch Baupläne, oder? Nee. Jetzt müssen wir halt wieder da durch. Und jetzt nochmal zugucken, wie der eine den zusammenschlägt. Können wir auch schnell kriechen? Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Nach einer freundschaftlichen Lösung. So sieht das auch aus, ne? Scheiße. Der macht den aber jetzt auch kalt. Oh mein Gott. Hier ist aber auch wirklich alles gefährlicher auf dem Schiff als wir. Jetzt mal ohne Scheiß. Als, weißt du, ist ja nicht so, als hätte man mal irgendeinen Freund hier gebrochen können. Ja, aber nee, wenn man mal einen kennenlernt, wie den Axel am Anfang, wird der innerhalb von einem Part von dem Alien umgelegt. Das kann's doch echt nicht sein. Also. Wir müssen jetzt die Sicherheitskameras nochmal deaktivieren. Die waren hier hinten. Scheiße, ich hoffe, wir kriegen das hin diesmal, ohne dass er uns sieht. Komm schon. Vielleicht ohne zu rennen mal. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Wahrscheinlich schaltet der die gleich wieder an, muss gucken. Das wäre es jetzt noch. So. Können wir uns hier nicht verstecken? So? Komm schon. Kommt der? Sehen wir den überhaupt hier drauf? Yes! Wir haben es geschafft! Sauber! Sehr schön! Ein bisschen mehr auf Stealth machen und dann ist das alles gut. Okay, wir sind oben. Ab hier ist jetzt wieder Neuland. Erstmal schnell abspeichern. Scheiße, da hinten kommt einer. Mach schon! Geschafft. Ich frage mich, ob die mich jetzt trotzdem angreifen, wenn die mich sehen. Oder ob die das letzte Mal nur gemacht haben, weil wir den anderen Androiden angegriffen haben. Das kann natürlich auch sein, ne? So. Lass mal schnell gucken, was wir für eine Aufgabe haben. Externe Kommunikation. Kontaktieren Sie Verlagne und die Torrents. Ah, das ist unser Schiff. Okay.
Sollte ja kein Problem sein. Können wir hier irgendwas machen? Oh, das können wir hacken. Ah, genau. Das wäre das hier. Das hier. Und das hier. Gut. Auf Terminal zugreifen. Ich hoffe, wir haben hier ein bisschen mehr Glück. Privat. Torrance-Ruf. Ah, hier, Captain der Torrance. Wir befördern verträglich Passagiere. Ah, ne, das ist alles noch. Das sind nur so Logaufzeichnungen. Hier sind irgendwelche Fehler. Audio. Nein, ich wollte nicht. Oh, lass mich doch nochmal drauf zugreifen, bitte. Nochmal schauen. Okay. Audio. Haben wir hier irgendwas? Abspielen. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Die Hilfe haben sie wahrscheinlich nicht gekriegt. Die Torrance ist ja, glaube ich, unser Schiff gewesen, ne, wenn mich nicht alles ganz täuscht. Zeig mal her. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Ablage sehr schön. Offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Können wir hier noch irgendwas machen? Luftreinigung aktiv, die können wir mal ausschalten. Die Kamera auch, das finde ich auch sehr gut. Das ist vorübergehend mal deaktiviert, das kann, hilft uns sicher noch weiter. Wir gehen mal hier rein. Okay. Vorhin stand hier einer, oder? Ich weiß halt nicht. Halten Sie, rechte Maustaste halten, um die Sicht zu fokussieren, während Sie den, was? Ah, den Revolver. Fuck, ich weiß aber auch nicht, wo der ist. Vorhin war doch ein Android hier gewesen. Ah, der läuft da hinten rum. Da unten läuft der. Ja, sollen wir den abknallen? Ich weiß nicht. Sieht man den? Wenn der hier kommt? Nicht wirklich, gell? Aber der ist hier, oder? Nee, der ist gar nicht hier. Der steht noch da vorne. Zeig mal her. Finden Sie einen anderen Kommunikationsterminal. Der wird hier unten irgendwo sein, wo der Android rumläuft. Da laufen zwei Androiden rum. Toll. Scheiße. Was machen wir denn jetzt am besten? Da hinten links könnte irgendwas sein. Meint ihr, mit einem Revolver kriegen wir die down? Jetzt. Komm schon. Oh, wir sind durch. Perfekt. Okay, ich denke mal, dass wir hier vielleicht irgendwo einen finden. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Ja, Tür verschlossen, war mir klar. Okay, wir laufen mal hier lang. Nein, die Tür ist auch zu. Halt, nein. Nein, Ionenschneider. Ah, du bist doch ein Bastard, Alter. Tut mir leid. Zeig nochmal her. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal, Kommunikationszentrum. Wir müssen ja schon fast das hier benutzen. Verdammt. Okay. Höchstens auf der anderen Seite, ne? Oder wir müssen eins von den Terminals benutzen. Der hat uns gesehen. Mal gucken, ob er uns angreift. Der hat uns nicht gesehen.
Hat er uns gesehen? Greifen die uns überhaupt an? Oh oh. Der hat einen sehr recht schnellen Gang. Komm schon, so stark kann der doch gar nicht sein. Nein! Lauf doch aus, du Bastard! Mann, wieso ist der denn so stark? Okay, wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Oh, hier ist sicher eine Sackgasse oder irgend sowas, nicht? Ganz schlau natürlich, hier einfach durch die Gegend zu rennen. Da ist ja noch einer! Mann! Wir brauchen ein Versteck, wir brauchen ein Versteck! Nein! Oh, streck mich doch nicht so, du Bastard, ey! Ey, kann man die auch umlegen oder sind die unsterblich? Wir müssen uns mal verstecken. Das ist schon mal Fakt. Kommt die hier hoch? Nicht wirklich, oder? Nee, alles safe. Okay. Toll! Sind die unsterblich oder was? Gib mal her, mein Revolver hier. Nee, hab keine Munition mehr für den. Wieso kriegen wir denn auch einen Revolver? Und können den. Und der bringt uns einfach mal gar nichts. Komm, lass nochmal speichern. Wurden wir gerade entdeckt? Ah, du Bastard, Mann, ich hasse die. Mann. Bist du dumm oder so? Ah, nee, falsche Richtung. Die müssen doch mal auslaufen oder irgend sowas. Hier ist nichts, oder? Nee, hier ist nichts. Oh, dann kommt schon ein Lüftungsschacht oder irgend sowas. Nicht? Gar nichts? Hier auch nicht. Wir gehen einfach jetzt hier überall mal rein. Einfach kurz mal warten. Okay. Unmöglich. Dieser scheiß Mistviecher. Ist der weg, ja? Ich glaube schon. Oh, ich hoffe, der ist weg. Mach noch mehr Lärm. Man kann auch die Tür leise aufmachen, du Depp. Was ein Scheißdreck. Hier liegt schon ein kaputter Android. Also irgendwie kann man die anscheinend umlegen. Was? Bist du behindert oder so? Hat er einfach nach meinem Fuß geschnappt. Ich habe mich, glaube ich, voll verirrt. Keine Ahnung, wo wir... Reaktivieren Sie SMS-Kommunikation. Ey, greift er einfach nach meinem Fuß? Sag mal, ist der behindert? Eine Überwachungskamera. Hier kommen wir nicht rein, gell? Nee. Doch, das ist hier. Das ist gerade hier in der Mitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier ist keiner, oder? Wo denn? Hier! Bitte was?
Ja, was muss ich denn machen? Richten Sie mit links, rechts aus, bestätigen Sie mit Eingabe. Gesperrt. Haben wir... Ne, wir haben es falsch gemacht. Was ganz anderes. Bewegen Sie die markierte mit... was? Müssen wir die Weißen treffen oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, wir müssen alle Weißen, müssen wir grün machen hier. Da ist noch was. Yes! Das haben wir es doch geschafft, oder? Ah, das letzte noch. Drücken Sie die passenden Tastenbewegungen. Was muss ich machen? Ach so, jetzt verstehe ich's. Nein. So? Nochmal. So? Hallo? Drücken Sie die passenden Tasten bewegen, wenn die Schalter aktiv sind. Mach ich doch. Mann, mach ich doch. Was willst du von mir? Ey, ich hab keine Ahnung, was ich da machen muss. Sag mal, ist der behindert oder so? Wahrscheinlich gibt's hier mehrere Rätsel und eins von denen muss man einfach machen, oder? Richten Sie die, richten Sie Ventil mit... Ventile mit... Ja, was muss ich hier machen? Absolut keine Ahnung, was ich hier machen muss. Mann, das verstehe ich hier nicht. Wenigstens kommt keiner hier. Also nochmal probieren. Ah, das kennen wir. Das ist nicht so schwer. Ah, das kann ich auch bewegen. Cool. Nur noch hier fehlt, glaube ich, oder? Komm schon, wo ist denn das? Jetzt haben wir es, jawohl! Samuels, Sie leben! Ripley hier! Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Siegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen! Nicht möglich. Das widerspricht ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Siegson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Valet nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf... Okay, jetzt müssen wir hier abhauen. Und wo ist das? Scheiße. Flüchten Sie zum, schließen Sie Kommunikation. Ah, das ist immer noch der Hauptauftrag. Verdammt. Ah, nee, das ist hier.
Ja, müssen wir rennen. Mitarbeiter, wir kümmern uns umgehend um sie. Scheiße. Verdammt, ich weiß aber auch nicht. Okay, ist vielleicht nicht schlau, einfach im Kreis zu laufen. Erstmal abspeichern. Komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht den Alarm abschalten. Kann ich das hiermit? Alarmsystem. Perfekt. Aber auch nur in dem einen Gang, wie es aussieht. Okay, ich glaube, hier müssen wir lang. Hier haben wir erstmal Ruhe in dem Ding. Okay. Ja, wir müssen hier hoch. Schauen wir mal. Ne, hier waren wir doch vorhin, oder? Okay. Hier rein. Ja gut, solange keine Androiden hier sind, sind wir eigentlich noch relativ sicher. Richtig gut, jetzt müssen wir hier alles außenrum. TNA-Unterbrechung aktiviert. Bereit. Was für eine Unterbrechung? Ist das gut? Scheiße, da hinten läuft einer. Das ist, glaube ich, nicht so gut, dass da hinten einer läuft. Zeig mal. Okay, wir müssen dann da links. Wie genau ist denn das Gerät eigentlich? Ich kann die Entfernung nicht richtig ab. Ah, da steht gerade hinter der Ecke da. Oh oh, nicht gut. Okay, okay. Jetzt muss ich halt rennen. Kann ich nichts dafür. Ja. Wo gehe ich am besten hin jetzt? Ich muss überlegen. Da steht einer. Ja, willst du mich verarschen? Genau da, wo der Typ steht, muss ich hin. Man kann es auch einem einfach leicht machen, ne? Muss ich jetzt gegen den kämpfen, oder was? Ich lock den mal da raus, genau. Das ist sicher gut. Oh nein. Halt! Los, los, los! Oder nicht? Das sind drei Androiden. Nein, halt die Fresse. Haltet die Fresse. Okay. Sind sie raus? Die Tür ist zu. Okay, gut. Das ist gut. Sind die wieder runter? Bestimmt, oder? Ist der da drinnen wieder? Ist der wieder an seinem Ort? Scheiße. Geschafft! Jawohl!
Sehr gut, Leute, wir haben es geschafft. Wir kommen gut vorwärts, Okay, aber an der Stelle muss ich leider sagen, wir sind bei 25 Minuten angekommen. Ich werde den Part jetzt hier wieder beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bewertet ruhig das Video oder unterstützt mich ein bisschen, dass ihr meine Videos teilt. Am besten die, wo ich am meisten rumschreie. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und haltet ab, noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao. Thank you.